Nachdem man in der letzten Folge hängen geblieben ist bei der Frage Marvel oder DC, die sie sehr ausführlich beantworten wollte, haben wir abgebrochen und machen jetzt hier genau eine Stelle weiter. Marvel oder DC, Maggie, was ist davon dein Also, Liebling? ich habe eine deutlich größere Marvel als eine größere DC-Sammlung. Ich habe sehr viel mehr in die Breite und sehr viel mehr verschiedene Serien bei Marvel gelesen und gesammelt und mich dafür begeistert als bei DC. Das heißt, grob gesagt, teilt es sich hier auf in die DC-Fraktion und in die Marvel-Fraktion. Aber ich bin nicht rein nur ein Marvel-Fangirl. Ich lese auch DC, auch wenn ich da sehr eingeschossen bin auf alles, was mit Gotham zu tun hat. Also alles im Umfeld vom Caped Crusader. Da bin ich auch total drin. Und insofern, ja, stehe ich auf beiden Seiten des Abgrunds. Gehe ich in beide Kantinen, die einander gegenüberliegen an derselben Straße. So Ja, gesehen. ich würde es, glaube ich, auch nicht Geht so so. strikt, weil ich mag Batman, das Batman-Universum. Ich mag jetzt inzwischen auch die Guardians. Das ist schon wieder Marvel, ne? Ja, darum, ich würde es jetzt gar nicht ganz so strikt. Aber wenn, dann würde ich, glaube ich, doch eher zu DC tendieren, weil ich mich im Batman-Universum dann doch ein Tuck besser auskenne. Also ich habe als Kind schon nie geschafft, mich anzufreunden mit Spider-Man und den Fantastic Four und sowas. Und Tatsächlich X-Men hatte ich gar nicht gelesen als Kind. Spider-Man und Fantastic Four haben mich auch nie so wirklich fasziniert, aber ich habe eine sehr umfangreiche X-Men und Wolverine-Sammlung. Ich kam erst über dich sozusagen ein bisschen zu X-Men und Okay. das hat mir dann auch besser gefallen. Aber trotzdem läuft es bei Avengers und X-Men immer darauf hinaus, wir haben einen Story-Arc über mehrere Hefte und am Ende hauen sich alle aufs Maul. Das ist jede Das Geschichte. kann Das ich ist nicht ganz gegen jede protestieren. Marvel-Geschichte. Ist auch in den Filmen so. Und da finde ich doch die DC-Geschichten, Die Crisis, wenn ja. es bei Batman und Superman und die Justice League, wenn es darum geht, finde ich die doch, da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Okay, die großen Ereignisse bei DC sind besser als die von Marvel, das gebe ich zu. Und die Einzelgeschichten, jede einzelne Geschichte von Batman ist auch. Bis auf deine Matt Fraction, La Roca, Iron Man-Ausnahme, ist hat Batman, was die Dramaturgie angeht und die Tiefe der Story, schon immer die Nase vorn. Was die, was, was Es sind bei Marvel. Aquaman und sowas angeht, weiß ich nicht. Oder Es gibt bei Green Marvel Lantern. immer wieder tolle Ausnahmen. Die muss man halt finden Ja. und suchen. Das ist eher was für jemanden, der sich Arbeit machen möchte Aber ich in wäre seinem auch ohne Fandom. Batman würde ich auch keine DC-Comics lesen. Das Also das stimmt. stimmt nicht. Superman hat mich als Kind genauso geprägt. Die Filme mit Christopher Reeve sind einfach was man jedem Kind zeigen sollte. Und damit es ein Vorbild hat, eine Art Ikone, der es nacheifern kann. Alles, was danach kam, vergessen wir, was Superman angeht. Ihr guckt so säuerlich. Seht ihr das nicht so? Nein, ich gucke wegen dem komischen Insekt, das hier gerade außerhalb der Sicht der Kamera lang geflattert ist. Ich sehe das mit Superman genauso. Also Superman ist ein super Beispiel dafür, sozusagen moralische Orientierung Ja, über ich Superhelden weiß, zu als Held ist vermitteln. er langweilig. Und die Ja, Storys sind langweilig, die danke. in den Filmen erzählt werden, sind öde. Aber Man er ist kann ein mit ihm auch guter mehr Typ. machen, aber man sieht ja in den Comics, dass man mit ihm auch spannende Geschichten erzählen kann, wenn man ihm Gegner gibt, Ja, die müssen dann die aber auch wirklich schon bedrohlich sind. Darkseid Ja. sein, ja. Aber einfach als moralischer Kompass. Ich weiß nicht, ob ich jemanden, der einen Telefonzellenfetisch hat, als Das hat sich moralischen. geändert. Ja. Es gibt ja keine Telefonzellen mehr für Wie kam es zum Lamine. ersten Lappen? Ich saß an einer Bushaltestelle und die einzige Gothic, glaube ich, in 100 Kilometer Umkreis, na, vielleicht nicht ganz so viel, aber auf jeden Fall bei uns in der Gegend, kam zu mir und meinte: Hey, du hast doch auch was mit Fantasy am Hut, hast du Bock auf einen LARP? So kam ich zu meinem ersten LARP. Dann haben wir uns getroffen, wir waren eine reine Mädchengruppe, wir haben unsere Waffen selber gebaut, sie waren grässlich, wir sind auf den LARP gefahren, wir hatten tierisch viel Spaß. Im Nachhinein betrachtet war das eine furchtbare Veranstaltung, weil das erste LARP ist immer was Besonderes. Über eine Anzeige im aventurischen Boten. Nostria 1 war dein Aber erstes ja, Lab, ne? damals hieß es noch die Die Svelte, ja, Sveltlandssaga. das war Und das, 2003, ne? genau, Ja. genau, richtig. Über die Anzeige kam ich da auch hin. Ich hatte aber vorher schon ein paar kleinere Labs gemacht, war aber nie warm damit geworden, weil es nicht DSA war. Weil ich nicht den Anschluss gefunden habe, wie dann später bei Aventurien Lab. Aber auch da kam ich über meine DSA-Gruppe hin, die mich da mitgeschleppt hat. Das war so 2099, 2000. Eure Lieblingsautoren im Pen and Paper. Kann ich, glaube ich, nichts dazu sagen, da ich nie so gezielt nach Autoren gucke, sondern es ist ein Abenteuer, ich lese es, gefällt mir, es gefällt mir nicht. Da gucke ich nicht, wer es geschrieben hat, könnte ich nichts zu sagen. Ich habe da vorhin kurz drüber überlegt und ich muss sagen, dass alle Abenteuer, die ich von ihm gelesen habe, von Stefan Unteregger, ich wirklich sehr gut finde. Der schreibt gut und der schreibt auch gut vermittelbar.
Und auch seine ganzen Abenteuerideen und die Umsetzung davon sind gut. Und was ich mag, dann wiederum an Hintergrundtexten, Stefan Küppers. Der schreibt sehr gut und trotzdem nicht zu trocken. Also was für Hintergrund ganz wichtig ist. Also wirklich gut vermittelt, sehr gut geschrieben, sehr angenehm. Gerade die Sachen, die er für Space 1889 gemacht hat, die mag ich. Ja. Mochte früher alles, was Tom Finn gemacht hat, sehr gern, aber er macht ja nicht mehr so viel. Und wenn, dann mit Anton Westel zusammen. Und ich glaube, dann schreibt Anton Westel das meiste, so wie er es mir erzählt hat. Was sagt Tom Finn dazu? Da habe ich nicht gefragt. Aber, ja doch, Anton Westel ist natürlich auch jemand, der geniale Abenteuer geschrieben hat. Aber nicht nur. Aber nicht nur. Jedes zweite Abenteuer von ihm mag ich, und jedes andere mag ich, also jedes andere zweite mag ich überhaupt nicht. Deswegen schwierig. Sagt aber auch über ihn aus, dass er eine große Bandbreite hat. Ja. Ansonsten, ja, was Romane angeht, war Ulrich Kiesow der Einzige, der mich wirklich überzeugt hat. Nein, stimmt nicht. Jörg Radatz und Heike Kamaris haben auch sehr gute Romane und Abenteuer geschrieben früher, aber machen ja leider auch nicht mehr so viel. Mach mal wieder was. Mit den Romanen bin ich nicht so 100 pro warm geworden. Ist Geschmackssache, aber ich finde, die lasen sich gut. Jetzt sind wir wieder bei Serien, unsere Lieblingsserie. Jetzt nicht aus der Kindheit, sondern generell. Schwierig, weil es halt ziemlich schwankt. Aber ich glaube, wir konnten uns auf zwei Serien einigen, oder zumindest eine auf jeden Fall. Die eine war Firefly, das ist ein All-Time-Favorite. Die kann man immer wieder gucken. Und was ich jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal in vollständiger Länge geguckt habe und jederzeit wieder gucken könnte, ist Avatar The Last Airbender. Ja. Ansonsten, ich habe jetzt seit neuestem eben Gotham für mich entdeckt. Gotham ist auch super. Ja. Ansonsten muss man aber erst noch zeigen, ob es sich trägt über mehr als eine Staffel. Ja. Ansonsten, ich gucke auch sehr gerne Ripper Street, Downton Abbey oder Boardwalk Empire. Ziemlich cool. Was haben wir in letzter Zeit aktuell, was wir geguckt haben? Gotham auch? Ja. Also Serientipp auf Amazon Prime, gerade kostenlos, Halt and Catch Fire. Ja. Eine Serie, in der es darum geht, dass in den 80er Jahren Leute versuchen, einen PC zu bauen. Klingt unglaublich langweilig, es passiert eigentlich auch nichts. Aber ist unglaublich gut. Ja, man muss aber schon mit dieser Zeit sich irgendwie identifizieren können. Ja. Also entweder selber aufgewachsen sein oder noch Relikte davon im Elternhaus gefunden haben. Mein Vater sah genauso aus wie einige der Leute, die da in dieser Computer. Dein Vater sah aus wie Lee Pace. Nein, mein Vater sah eher aus wie der Ingenieur der Serie. Schade. Ich bin ab 2/3 der ersten Staffel mit Agents of S.H.I.E.L.D. sehr warm geworden, muss ich sagen. Ja, am Anfang fand ich es richtig scheiße. Ich habe mich nur geärgert. Ich habe nur gedacht, warum geben sie so viel Geld aus und ärgern uns mit dem Human Enemy Logo am Ende und erinnern uns daran, dass Firefly eine so viel bessere Serie war, mit einem ähnlichen Ensemble von Leuten, die in einem ähnlichen Gefährt unterwegs waren, aber es hat sich dann ja gefangen. Es ist, das Problem ist, dass die Serie so anfangen muss, um dann später alles umwerfen zu können, beziehungsweise weil sie warten mussten, bis Captain America 2 rauskam, denn was in Captain America 2 passiert, ich will jetzt nicht spoilern, ist der Turning Point auch für die Serie, wo sehr viele wichtige Dinge passieren und am Ende keiner mehr dasteht, wo er vorher war. Richtig cool. Was gehört für euch zu einem perfekten Pen-Paper-Rollenspielabend? Leute, die lachen. Bei mir wird es immer, irgendetwas wird immer albern oder sonst irgendetwas. Ne? Wir hatten auch ganz andere, aber ich glaube schon, beim perfekten Rollenspielabend muss mindestens einmal gelacht werden. Ja. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Leute an, die mit dir am Tisch sitzen. Und dann ist es fast schon egal, was du spielst, weil dann hat man Spaß. Katzenpfoten sehen von unten aus wie Jellybillies. Für mich ist es perfekt, wenn die Spieler verstört in der Ecke sitzen und sich nicht nach Hause trauen, weil sie Angst haben, auf dem Weg zum Auto von irgendwas angefallen zu werden. Aber das hatte ich schon lange nicht mehr. Das hatte ich einmal, als ich hab dann bei einem Freund übernachtet. Wir haben im selben Ort bei jemand anders gespielt. Wir sind dann durch den Park zu ihm nach Hause gegangen. Und er sagt, und was ist, wenn jetzt auf einmal Zombies zwischen den Bäumen auftauchen? Dann standen wir da und dann sagte ich, dann sind wir in dem Universum, wo ich Feuerbälle werfen kann. Was? Ja, das habe ich einfach mal behauptet. Okay. Wenn ein magisches Ding, dann ein anderes magisches Ding. Ja. Zombies müssen ja nicht magisch sein, das können ja auch so Virus-Zombies sein. Ja, genau. Wenn es Virus-Zombies gäbe, dann hätten wir sie schon erlebt. Nein.
Wenn natürliche Dinge dazu führen könnten, dass es eine Zombie-Seuche gibt, dann bin ich mir relativ sicher, dass sie schon mal ausgebrochen wäre. Vielleicht ist sie aber entwickelt worden und einfach noch nicht ausgebrochen. Mhm. Oder sie ist ausgebrochen, wir haben es nicht gemerkt, weil wir selber Zombies geworden sind. Ist das alles hier eine elaborate, künstliche Realität? Gleich. Ja. Welches beliebige DSA-Produkt würdet ihr euch wünschen? Mehr Merchandise. DSA-Actionfiguren. Ich hätte mir sehr gerne DSA-Lego gewünscht, aber wie wir gerade erfahren haben, wird das niemals möglich sein, weil Lego nicht mit dieser Marke sich identifizieren möchte. Lange Geschichte. Aber Actionfiguren? So ein, ja. Oder so eine Statue von Razazor, wie er gegen... Finde ich cool, ja. Razazor auf einer Pyramide? Ja. Ein schön gestalteter Helmer Hafax oder Dexter Nemrod würde ich mir schon ins Regal stellen, das stimmt schon, ja. Es gibt ja T-Shirts und Tassen, aber da geht noch mehr. Da geht noch was, ja. Ja, wahrscheinlich geht da nicht mehr, weil wie viele Leute wollen das dann am Ende? Das muss man sich natürlich überlegen. Deswegen versuchen wir ja, Rollenspiel zu verbreiten, damit der Markt dafür existiert irgendwann. Und könnte ja Ulysses mal das nächste Kickstarter, also Start Next, je nachdem. Das heißt heute Deluxe-Statue. Ja. Ansonsten werde ich immer noch gerne das aventurische Witzebuch, nachdem wir ein Kochbuch gerade hatten. Mit so Sprüchen wie viele Nostrianer braucht man, um eine Fackel anzuzünden oder so ein Scheiß, ich weiß nicht. Ich bin nicht gut in Witzen. Gehen ein Ork, eine Hexe und ein Praios-Prediger in eine Bar. Sagt der Barkeeper, was soll denn das werden, ein schlechter Witz? Genau. Ja. Okay. Wir haben schon eine Seite voll, jetzt ist da unten noch so ein Squiggle hin. Ja. Und dann müssen noch Anekdoten rein, ne? Ja, genau. Ja, diesen Witz habe ich in einer Schenke in Angbar gehört. Ja. Die wurde von zwei fröhlichen Zwergen betrieben. Tolle Anekdote. Ja. Aber ungefähr so. Na. Ja. Was würde ich auch für 1 Million Euro nicht tun? Es gibt eine Menge Dinge, die ich auch für 1 Million Euro nicht tun würde. Zum Beispiel jemanden umbringen. Schließen, es gibt eine Menge moralische Grundsätze, die ich auch für viel Geld drauf an, nicht über Bord werfen würde. Gibt es ein Rollenspiel, das du auch für 1 Million Euro nicht spielen würdest? Jetzt reißt du dich zusammen. Ich weiß, was du da sagen willst, aber gehen wir nicht drauf ein. Na, für 1 Million Euro kann man sich doch mal einen Abend hinsetzen und grottig schlechtes Rollenspiel spielen, oder? Fatal. Da bist du wahrscheinlich ohnehin den ganzen Abend damit beschäftigt, auszuwürfeln, wie dehnbar dein Anus ist. Und ich übertreibe nicht. Lass uns nicht über Fake reden. Ja, aber wäre eine leicht verdiente Million, ganz ehrlich. Ich glaube, niemand gibt dir 1 Million dafür, Fatal zu spielen. Ich habe schon viele Dinge für Geld gemacht, da würde ich auch Fatal. Ich hab zum Beispiel mal eine halbe Folge Frauentausch gedreht für 150 Euro. Ja, RTL 2, die Produktionsfirma, zahlt einem 150 Euro am Tag dafür, dass man... Leute, dass man 23-jährige Handwerker nach ihrem Sexleben befragt. Oh. Und wie war es so? Ich hätte gern mehr Geld dafür gehabt. Saß du anschließend weinend in der Dusche? Nee, das... Hast du versucht? Fühlst du dich heute noch schmutzig? Ja, aber nicht nur deswegen. Es war generell die Zeit beim Fernsehen, die mich mit einer dauerhaften, nicht abwaschbaren Schmutzschicht versehen hat. Das ist gar kein schwarzes T-Shirt. Haben wir noch Fragen? Nur welche, die wir noch schieben wollten, weil wir sie wahrscheinlich nicht gut beantworten können, wie zum Beispiel, was haltet ihr von DSA 5 allgemein und dass damit wohl Taron und Myranor sterben? Halte ich für unwahrscheinlich, dass das passiert, ehrlich gesagt. Nee, Myranor und Taron dürfen nicht sterben. Die passen sich an, das wird schon. Ansonsten kann es nicht schlechter werden als DSA 4, oder? Da werden jetzt viele Leute... Protest anmelden. Jetzt hast du in... Jetzt habe ich noch mal zum Ende hier... In den Ameisenhaufen getreten. Ich in Ameisenhaufen gesehen, okay, aber mit dem nackten Fuß. Ja. Ich finde, man kann DSA 4 nicht spielen. So wie es gedacht ist. Nicht mit allen Regeln, die existieren, nein. Habe ich versucht, es zu spielen, mit denen ich es auch nicht spielen wollte, weil sie eben sich nicht so flexibel verhalten haben, dass sie einfach Hausregeln angewandt haben. Nein, es musste so gespielt werden, wie es da steht. Und ich hoffe, dass DSA 5 von Anfang an den Leuten klar macht, dass sie es gefälligst so spielen sollen, wie es für sie am besten funktioniert. Und eigentlich sagt DSA 4 das ja auch. Das ist eher das Problem der Leute, mit denen du gespielt hast. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir dann damit durch. Aktuell sind wir jetzt up to date mit allen unseren Fragen. Ja. Das ist also für jetzt... Ich habe noch eine, aber die ist mir zu kompliziert. Wenn wir ein Jahr Zeit und beliebig viel Geld bekäme, um einen Film zu drehen, wie würde der aussehen? Toll. Ja.
Beliebig viel Geld. Was wäre es für ein Genre? Beliebig viel Geld. Was für ein Genre? Es wäre eine Reality-Doku über die Besiedlung der Jupitermonde. Beliebig viel Geld. Ich bin dabei. Ja. Ich wollte immer schon mal nach Europa. Oh, der war gut. Hat einen Moment gefallen. Beliebig viel Geld. Jetzt, Europa ist auch Jupiter, nicht? Dass ich jetzt ja, wieder... ja. Gut. Sicher? Ich meine schon, dass es Jupiter ist und nicht Saturn. Das finden wir noch ja, aus. Ja, wir googeln das jetzt nochmal schnell. Und dann, ja. Und dann piepen wir was anderes drüber. Piep. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Grüße Katze. Auch von der Katze. Winke, winke. Das ist Renny. Renny sagt Tschüss. Renny hat das Let-Me-Down-Face.